Es geht jetzt um eine Zusammenfassung. Wir überlegen uns jetzt, wann sind zwei Ebenen oder eine Ebene und eine Gerade orthogonal bzw. parallel. Wann ist eine Gerade und eine Ebene orthogonal? Ja, bitte. Wenn Vektor R gleich Vektor N. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ja, bitte. Linear abhängig. So ist es. Also das heißt, das eine ist ein Vielfaches des anderen. Nullvektor dürfen sie beide nicht sein. Also das heißt, R und N sind, und das ist der mathematische Fachausdruck, linear abhängig. Wann ist eine Gerade und eine Ebene, wann sind die parallel, Klammer auf, oder identisch, also parallel im universitären Sinne, also parallel oder identisch? Müssen wir vielleicht eine Zeichnung machen. Schauen Sie, Sie haben hier Ihre Ebene und hier Ihren normalen Vektor. So, und dann haben Sie dazu eine parallele Gerade mit dem Richtungsvektor. Die sieht so aus, hier ist Ihre Gerade, hier ist Ihre Ebene. Was für, ja, bitte. So ist es. Also R mal N ist 0. Ja? Also orthogonal oder eben R orthogonal zu N. Also Sie sehen, aus Orthogonalität folgt linear abhängig und aus linear abhängig orthogonal. Aber es ist klar, weil das eine Mal haben wir einen Richtungsvektor und das andere Mal einen normalen Vektor. So, wann sind zwei Ebenen orthogonal? Ja, bitte. Wenn beide normalen Vektoren orthogonal sind. So ist es. Oder wenn N1 mal N2 gleich 0 ist, das bedeutet N1 ist orthogonal zu N2. Wann sind zwei Ebenen parallel? Wann sind zwei Ebenen? Ja, bitte. Wenn beide normalen Vektoren parallel sind. Ja, oder genau, linear abhängig. Oder der eine ein Vielfaches des anderen ist, also N1 linear abhängig von N2. So, das heißt, Sie sehen, ist es gerade, sind es zwei gleiche Objekte, dann müssen Sie die Gleichheit übertragen auf die jeweiligen Vektoren. Sind es zwei verschiedene Objekte, dann vertauscht sich das. Das ist ähnlich wie bei den Schnittwinkeln. Wenn Sie Schnittwinkel von gleichen Objekten haben, ist es Cosinus. Wenn Sie Schnittwinkel von verschiedenen Objekten haben, Sinus. Also bei verschiedenen Objekten ist es anders, bei gleichen Objekten ist es logisch.